Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich Batman Day mit Band Nummer 1. Ist das gerade bei Panini in überformatigem Hardcover erschienen und ist einer der allerersten Veröffentlichungen aus dem DC Black Label, das neue Label, was DC Comics jetzt gerade frisch gegründet hat. Und dieses DC Black Label wiederum soll für Kreativität stehen, weil die Autoren und Zeichner dort komplett freie Hand haben und mit den Figuren endlich mal die Geschichte erzählen können, die sie jemals erzählen wollten oder beziehungsweise die sie schon immer erzählen wollten. Der gute Brian Azzarello ist in dem Fall der Autor des Bandes und die Bear Merch hat das ganze Ding gezeichnet und die beiden sind ja schon ein recht eingespieltes Team, weil sie schon das ein oder andere Mal zusammen Batman gestaltet haben und sowieso schon öfters zusammengearbeitet haben, weswegen man halt direkt merkt, dass die beiden nicht das erste Mal zusammenarbeiten und die beiden zusammen an diesem Ding waren auf jeden Fall die perfekte Wahl. Das ganze Ding, wie eben schon erwähnt, ist ja im Überformat im deutschsprachigen Raum erschienen und das wiederum ist natürlich perfekt für einen Zeichner wie Lee Bermejo, wo die Zeichnungen perfekt zur Geltung kommen und darüber eine Kolorierung, die extremst düster ist, dass das ganze Ding sich schon ab der ersten Seite komplett wie ein Horrorcomic anfühlt. Darüber hinaus ein John Constantine, der natürlich in einem Horror-Comic nicht fehlen darf, der mit Batman zusammen in der Hauptrolle steht und komplette Kontrolle über die Storyline hat, weil Konstantin anscheinend der Einzige ist, der genau weiß, was dort passiert, weil Batman erlebt man ab der ersten Sekunde eigentlich nur da drin, wie er von einer Situation in die nächste stolpert, die ganze Zeit extrem verwundet ist und gar nicht weiß, was gerade um ihn rum passiert, wohingegen John Constantine die ganze Zeit weiß, was passiert und Batman versucht, ein bisschen durch die einzelnen Situationen durchzuleiten, wo ich an der Stelle extra so spoilerfrei bleibe, wie ich es gerade tue. Darüber hinaus Rückblicke in die Kindheit von Batman, wo man sieht, wie er damals in seiner Kindheit auf Enchantress getroffen ist, als Horrorvisionen dargestellt und eine Enchantress, die so verwirrend an Erzählen ist, dass ich es komplett abgefeiert habe. Ich habe noch nie eine Enchantress erlebt, die so geil geschrieben wurde wie in diesen Dingen. Ich kenne Enchantress ja so wirklich erst seit den Suicide Squad und da war es halt so eine der Charakteren, die mich so mäßig interessiert haben. Aber wenn die Enchantress so geschrieben wird wie bei Batman Damned, bin ich es einfach nur am Feiern und das ist, glaube ich, eine der krassesten Horrorfiguren, die der DC Comics Verlag zu bieten hat, wenn sie dann richtig geschrieben und richtig gezeichnet wird, was in dem Fall der gute Brian Azzarello und der gute Lee Bermejo perfekt auf den Punkt gebracht haben, von der ersten bis zur letzten Seite. Vielmehr möchte ich euch gar nicht so Story sagen, ich möchte euch nur sagen, John Constantine, Batman, Deadman und die gute Enchantress sind so die Hauptfiguren dieses ganzen Dings. Lee Bermejo, ein Zeichner, der hier auf absolutem Top-Niveau, auf überformatigen Seiten abreißt, was man auch nur abreißen kann und sowas von einer 10 von 10 wie eine 10 von 10 auch nur eine 10 von 10 sein kann. Absolute Leseempfehlung, ich bin total gehypt auf diese Serie, war es auch im Vorfeld schon und darüber hinaus ist ja noch so eine der Sachen, die meisten Leute schon direkt hier unter den Lesestapel gefragt haben, ob man das beste Stück von Batman sieht, weil einer der Faktoren dieser Serie war, dass bei der allerersten Veröffentlichung in den USA der gute Lee Bermejo das Batmans beste Stück in einer Szene gezeigt hatte, was bei den prüden Amerikanern natürlich recht sauer aufgestoßen ist, weswegen das ganze Ding auch direkt indiziert wurde und seitdem halt auf eBay für, ich glaube, das 3- oder 4-fache des Coverpreises aktuell verkauft wird. In Deutschland hat man jetzt in dem Fall das beste Stück von Batman geschwärzt, hätte man es auch vorstellen können, dass man das in Deutschland hätte so rausbringen können, ohne dass es indiziert wird, aber ich hätte dann an der Stelle von Panini auch keine Indizierung riskiert, weswegen ich das verstehen kann, dass man es im deutschsprachigen Raum geschwärzt hat. Es geht ja eh nur um ein Panel, ist auch kein besonderes Panel, kann man sich auch rausgoogeln und tut auch nichts weiter zur Sache, wollte ich an der Stelle nur noch mal erwähnen, weil das schon öfters gefragt wurde auf Instagram und auf den Lesestapel-Video. Das war's meinerseits, ballert mal in die Kommentare rein, ob ihr das Ding auch so hart abgefeiert habt wie ich, wie ihr Lee Bermejo fandet, wie ihr die Darstellung der einzelnen Figuren fandet, gerade die Darstellung von Deadman, wenn er die Kontrolle über einen Menschen übernimmt, muss man an der Stelle mal extremst hervorheben, extremst horrormäßig dargestellt und auch die Adern, wie die anschwelen und so, extremst cool, habe ich noch nie so cool dargestellt gesehen, wie in diesem Comic. Ballert mal in die Kommentare rein, wie euch das gefallen hat, wie es euch gefallen hat, wie die Darstellung von Konstantin gewesen ist und wie ihr die Chemie fandet, dass Konstantin die ganze Zeit Batman immer einen Schritt voraus gewesen ist. Ballert alles in die Kommentare rein, lasst einen Daumen nach oben, ein Instagram da, guckt mal auf Instagram vorbei, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels, haut da rein!